Hallo, meine Freundin ist auch wieder hier mit Let's Play. The Legend of Zelda wollte ich schon sagen. Nein, Dragon Age Origins. Wir wollen in die Burg und da müssen wir durch die Tür. Und da ist noch ein sehenswerter Baum. Und ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Und das habe ich letztes Mal schon gemacht. Gut, wir gehen durch die Mühle. Durch die Mühle, durch die Mühle, durch die Mühle, durch die Mühle. Und hier ist natürlich nichts Auffälliges. Auch auf jeden Fall ist die Tür hier nicht auffällig, die ich beim letzten Mal schon gemeint habe. Geheimgang. Zwischen den Leichtern, der Schwachstellen, Rüstung zu finden. Die meisten Schotten. Ja. Ich weiß schon, bei dem nächsten Mal, wenn Liliana aufsteigt, kriegt sie von mir. Hä? Das muss. Dieser Gang soll doch unter der... Oder sind wir jetzt direkt hier im Schloss? Moment. Le Map. Ah, okay. Ich habe mich als Kind mal selbst in einem Käfig eingesperrt. Einen ganzen Tag lang. Schöne Zeiten damals. Wut. Egal, nichts zu klauen, das leckt ein klein wenig. Ups, was haben wir denn da? Zorniger Toter. Okay. Mist. Verschwinde! Hops, die Drops. Rams und Rams. Ganz schön viel Blut. Hallo? Wer ist da? Lebt da draußen noch jemand? Wartet. Ihr seid keine Wache der Alessa. Kommt ihr von außerhalb des Schlosses? Bevor ich ihm jetzt antworte, sei gesagt, ihn hier, ich hoffe, meine Maus wird angezeigt, ihn hier trifft man, wenn man als Magier anfängt. Ich habe auch schon mal als Magier angefangen. Ist aber nicht ganz so meine Klasse, also nur so als kleine Nebeninfo. Möglich. Und wer seid ihr? Ich heiße Jawin und bin ein Magier, den Lady Isolde als Hauslehrer für ihren Sohn Connor eingestellt hat. Und dann kam ich in diesen Kerker. Warum? Was habt ihr getan? Das wisst ihr nicht? Ich dachte, jeder wüsste das. Ich habe Arl Eamon vergiftet. Das weiß ich bereits. Ich bin nicht stolz drauf. Die Alessa wusste nicht, was ich tun sollte, als sie mich als Hauslehrer für Connor geholt hat. Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Aar. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Radcliffe zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Warum habt ihr Arl Eamon vergiftet? Es war ein Befehl von Taryn Loghain. Es hieß, Arl Eamon sei eine Bedrohung für Ferelden. Und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Ich bin ein Malefiker. Ein Blutmagier. Ihr? Ein Blutmagier? Wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Ein Blutmagier. Also das ist gar nicht gut. Ich widmete mich verbotenen Künsten und wurde dafür zum Tode verurteilt. Ich dachte, Loghain gibt mir die Gelegenheit, meine Untaten zu sühnen. Er hat mich hier im Stich gelassen. Alles bricht zusammen und ich bin verantwortlich. Irgendwie muss ich das wieder in Ordnung bringen. Bin ich oder sind die Tonspuren nicht alle gleich laut? Sehr seltsam. Naja. Hat euch Taryn Loghain selbst angeheuert? Ja, als mich die Templer gefangen hatten, brachten sie mich nach Dannerim, wo ich hingerichtet werden sollte. Dann besuchte mich ein einzelner Mann. Es war der Taryn. Ich hatte schon Gemälde von ihm gesehen. Ich dachte, ich würde hingerichtet, aber er sagte, ich könnte mein Verbrechen sühnen und dem Land dienlich sein.
Warum genau ist Aal Emon eine Bedrohung? Er sagte nur, dass Aal Emon eine Gefahr für die Nation sei. Warum sollte ich Taryn Logan nicht glauben? Warum wolltet ihr unbedingt alles wieder gut machen? Darf ich nicht bereuen? Ich habe im Zirkel einen dummen Fehler begangen. Und der Fehler jetzt war noch viel größer. Ich bin kein schlechter Mensch. Ihr glaubt mir das sicher nicht, aber es ist so. Ich muss meine Tat wieder gut machen. Ich muss es versuchen. Warum braucht ihr Alessa für ihren Sohn einen Magier als Hauslehrer? Connor zeigte erste Anzeichen. Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magie brächte ihn zur Ausbildung weg. Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Wusste Aal Emon nichts von den Fähigkeiten seines Sohnes? Nein, und sie wollte unbedingt, dass er es nie erfährt. Er hätte richtig gehandelt und den Sohn aufgegeben, und darüber war sie sehr wütend. Wie viel Magie habt ihr Connor beigebracht? Ein wenig, aber er ist noch sehr jung. Er kann nur ganz schwache Zauber wirken, sicher nichts Mächtigeres, zumindest nicht absichtlich. Ich habe darüber nachgedacht. Connor könnte unabsichtlich den Schleier zerrissen haben. Ist der Schleier vor dem Nichts zerrissen, können Geister und Dämonen ins Schloss eindringen. Sind sie mächtig, würde das die wandelnden Leichen erklären. Warum hat Isolde Angst davor, dass ihr Sohn ein Magier wird? Weil er weggebracht würde, für immer. Ein Magier kann keinen Titel erben, nicht einmal der Sohn eines mächtigen Aals. Außerdem ist sie sehr fromm. Ein magiebegabter Sohn ist eine Erniedrigung für sie. Ach so, jetzt verstehe ich. Es sollte nie so enden, das schwöre ich. Lasst mich euch jetzt helfen. Der Kleine könnte uns noch nützlich sein. Wenn nicht, lasst ihn gehen. Warum soll er hier gefangen bleiben? Hey, hey, er ist immerhin ein Blutmagier. Ihr könnt nicht einfach einen Blutmagier freilassen. Also lieber umbringen, ihn für seine Entscheidungen bestrafen? Spricht da Alistair oder der Templer? Der gesunde Menschenverstand. Wir kennen noch nicht mal die ganze Geschichte. Er möchte sühnen. Verdient diese Chance etwa nicht jeder? Ihr meint wohl so wie ihr? Vor dem Erbauer hat jeder eine Chance zur Sühne verdient. Dieser Mann nicht weniger als jeder andere. Ich weiß nicht. Er ist ein Blutmagier, aber die Situation ist ungewöhnlich. Gebt mir bitte eine Chance. Wie wollt ihr es denn in Ordnung bringen? Ich will alle retten, die noch da oben sind. Irgendwas muss ich doch tun können. Und was passiert danach? Danach? Werde ich eingesperrt, hingerichtet oder was mit Leuten wie mir eben gemacht wird. Ich will nicht mehr vor dem Zirkel davonlaufen. Ich muss für meine Vergehen einstehen. Freut mich, dass ihr es so seht. Was nun? Ich lasse euch aus eurer Zelle, aber keine Mätzchen. Ihr lasst mich raus? Und dann? Ihr werdet mit mir kommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte helfen, aber ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will.
Dann helft mir, macht es bitte nicht noch schlimmer. Egal, nehmen wir mal. Das werde ich nicht, versprochen. Ich werde einen Weg finden, das zu bereinigen. Hey, war gar nicht abgeschlossen. Blutmagier, ja, Alistair, du kannst mit Morrigan plus 7, sehr schön. Liliana plus 2. Alistair ist neutral, ne? Minus 2 jetzt. Ich mag es nicht, wenn die im Minusbereich sind. Andere. Kleine Statuette. Ja. Hä? Ach so. Die sehen sich so ähnlich. Bier. Ist das für mich? Wirklich? Nun, ich bin sprachlos. Wow. Okay. Sehr schön. Dumm. Was? Interessantes. Ist auch interessant, dass man im Kerker rauskommt. Und er ist einfach. Warum gehen eigentlich sämtliche Türen? Sehr schön. Selbstverständlich. Ah, sehr gut. Das ergibt Sinn. Also wie die Türen hier aufgehen. Ja. Eisbalsam. Dienst haben wir da noch. Und noch her. Notiz. Wie ihr meint. Notiz. Ich habe mich gerade nur ein bisschen erschreckt. Alle hier rein. Ja, bin dran. Ihr zwei da bitte mal. Achso, der andere wird da verdeckt. Gut. Ja, ihr habt den Traum. Den zuerst mal. Ja, das geht ja alles noch hier. Das ist doch verdammt laut. Wow. Moment mal. Optionen. Audio. Ich hoffe, dass euch wird das Ganze. Mit der Musikeinstellung ist alles etwas blöde. Ich hoffe mal, ist jetzt die. Achso, das sind die Soundeffekte. Ja, das ist auch dumm. Audio, weil die allgemeine Musik wird alles nur über diesen einen Regler. Das kann ich ja dann auf 4 oder so lassen. So, passt. Das ist ein klein wenig leiser mal. Aber dass man noch ein bisschen was von der Musik hört. Ich habe mich festgestellt, in den letzten Aufnahmen hat man davon sehr, sehr wenig gehört. Ein Silberring, kann der irgendwas? Nein. Nimmt noch Platz im Inventar weg. Wir hatten hier noch nicht Ringe. Liliana hat noch nicht. Zup. Ein bisschen Platz im Inventar sparen. Ja. Eieieiei, oder ich muss meine Stimme so extrem laut machen. Mal gucken. Ich bin bei Dragon Age noch nicht ganz zufrieden damit. Vor allen Dingen, weil mein Mikro im Moment sehr leise aufnimmt. Warum auch immer. So. Dann war hier. Map. Da ist ein großer Saal. Der zaubert schon schwächer. Da sind noch mehr. Ich würde gerne, dass ihr da drüben wartet. Ah, Alistair macht natürlich nicht das, was ich will. So, jetzt hier. Sehr schön. Und dann.
Los. Das sieht nicht gut aus. Ums. Aber ich kann ja so steuern. Was machst du denn hier? Metal. Hau dir mal ein bisschen rein. Gut. Alles hat was. Haben die so ja. Nur Geld und Mist. Aber diesmal war die Musik, glaube ich, nicht mehr ganz so laut. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, natürlich. Entriegelt, dankeschön. Wie ihr meint. Plünderparty. Kurzbogen. Wird erledigt. Redcliffe-Schild. Wie ihr meint. Feuerpfeile ist auch gut. Sehr schön. Kettenrüstung. Schwerer Eisenhammer. Hm. Wird erledigt. Noch ein Schild von Redcliffe und ein Helm aus Graueisen. Nehmen. Kurz nur mal zum. Ja, Moment, das Familienschwert und noch ein Dorn der Totengötter habe ich noch an. Wie sieht der denn hier aus? Brr. Vielleicht irgendwann mal zwischendurch, wenn ich Lust drauf habe. Und Dorn der Totengötter. So. Oh, sonst ist hier nichts. Warum ist Doppelschlag aus? Moment, ich hatte in den Taktikfeldern irgendwas noch eingestellt. Vergrüppeln. Stimmt, das habe ich jetzt. Habe ich das schon benutzt? Ne, das habe ich beim letzten Mal gerade noch gekriegt gehabt, ne? Hm, warum hat er den ausgemacht? Komisch. Alistair war auf. Puh. Halt. Quatsch, das ist falsch eingestellt. Kleiner 10%, so rum. Nicht größer gleich, Schwachsinn. Dann bringt's auch gar nichts. Hm. Ihr seid es. Kurz mal gucken. Morrigan hat Unterstützer, die Eisumarmung. Gesundheit kleiner. Ja, so sieht das gut aus. Nein, nicht Morrigan. Tum-ti-tum-tum-tum-tum-ti-tum. Ah, hallo. Schatten. Hehehehe. Das wird lustig. Sehr schön. Das wird richtig lustig. Warte, warte, pfeif den Mann. So, den einen Schatten haben wir erledigt. Dann ihr zwei bitte mal kurz einen kleinen Schritt zurück, damit ihr nicht mehr umkreist, sondern mal. Dann bitte auf den da. Ach ja, stimmt, ich muss ja steuern, da war ja was. Was machst du da? Warum ziehst du immer die Schwerter? Dankeschön. Buch. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Buch. Die Geschichte der Kirche, Kapitel 2. Juhu. Ist noch irgendwas? Nö. Den Weg irgendwo fallen lassen können. So, die Map sagt. Ja, es gibt nur einen Weg. Wuhu. Wie weit ist Liliana? Hm. Dauert noch ein bisschen bis zum nächsten Level up. Da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Hallo, Kampf. Untote. Wir müssen auf der. Oh, ist alles voll mit den Viechern. Verschwinde! Ja, hier da drüben ist zorniger Untoter, schlürfender Untoter,
Zerner und oder ich glaube der. Ich stehe scheiße. Komm mal dahin. So. Könntest du mal. Wo denn. Achso. Komm's. Macht sie gerade schon. Sehr gut. Ja. So, so und so. Das sieht noch gut aus. Könntest du bitte den mal hier? Ich sehe nicht mehr so gut aus. Ein schwacher. Danke. So. Das geht doch all. Shit. Ist das tot? Morgan, kannst du? Ja? Danke. Schlag sie zurück! Zu leicht. Du lernst noch nichts. Na komm. Vorsichtshalber. Selbstverständlich. Ganz. Hey. Na, nicht Morgan, Alistair, was hast du denn? Eine Zerrung, oh. Eklig. Egal. So. Wie ihr meint. Nehmen wir trotzdem alles mit. Und der so 20 Silberlinge dabei. Wie ihr meint. Du. Plünderparty. Selbstverständlich. So. Alles sind für alle wieder frisch und aufgeladen. Ach nee. Wenn es sein muss. Ist das ja gestorben, das heißt. Überlappt sich das eigentlich? Es wird nicht angezeigt, dass er Kälteschaden macht. Vereist. Doch da vereist, ja.